Wir stehen in der Baker Street mit einem vermeintlichen Ziel vor Augen. Und wir gucken jetzt mal, ob wir da richtig vermuten. Irgendwie müssen wir da hinkommen. Wir müssen nämlich wohl zur Buchhandlung und uns da ein Buch besorgen für unser Gehirnjogging. Weil wir gerade nichts zu tun haben. Was saß da links? Oder lieber hier eigentlich? Ich weiß es nicht. Aber hier dann können wir gerade nicht, oder? Doch. Oder sagt mir gleich wieder, da will ich aber nicht hin. Malcombe Street. Wer ist das denn da? Mit dem. Oh, da flirtet wohl jemand. Golden Lion, das ist wohl ein Pub. Da müssen wir nicht hin. Nee. Das sieht auch alles nicht sehr nach Buchhandlung aus, irgendwie. Das sieht nach einem Lokal aus. Das sieht nach einem Pub aus, aber da kann ich nach einem Puff. Aber da kann ich auch nicht rein. Hier gibt's Hüte. Hüte. Da ist die Klosfrau. Das sind ihre Hände, ist ja auch interessant. Hm. Ah ja, das Blumenmädchen. Er würde mir doch sagen, schönen Gruß, Miss Fleming. Guten Tag, Mr. Holmes. Hallo. Tag, Blumenfrau. Der hat doch was mit dir, oder? Hier ist aber auch nicht so schön. Wie kann ich mich denn also umsehen? Wäre ja zum Beispiel auch mal schön. Na, mach mal die Ego-Perspektive, da geht es ja. Da! Da! Barnes. Mr. Barnes. Hinein! Guten Morgen, Mr. Holmes. Wie geht es Ihnen? Ich habe einige neue Bücher, die Sie interessieren dürften. Ein hübsches, illustriertes Werk über Fische. Und eine Sammlung von Piratenlegenden. Sie müssen hier irgendwo sein. Fische klingt super. Also müssen wir die jetzt suchen. Aha. Geh nochmal auf den Typen. Was kann ich für Sie tun, Mr. Holmes? Ah. Na, jetzt nichts mehr. Wir haben ja gerade schon geschnackt. Hier, was ist das? Nimm es mit. Ah, das Piratenbuch. Ja. Jo. Ein Piratenbuch. Ja. Was? Mit ganz viel Text. Das, muss ja hier irgendwo sein, hat er gesagt. Und wie gesagt, geh mal in die Ego-Perspektive, da kannst du dich besser bewegen. Je nach der Narre geht die wieder nicht weg. Was steht denn da? Ein weißer Elefant. Olifant. Päckchen. Bücher. Aber irgendwie, finde ich, hat die Ego-Perspektive auch was. Was ist denn das ja, hier? Ein das Buch ist über die Meeresfauna. Genau, das ist das Fischbuch. Oh, ein Schnapper. Rotschwanzschnapper. Silberne Meerforelle, roter Trommler, sehr süß. Spanische Sardine, Barsch. Rotbrasse. Das war's? Das alles, was in dem Buch steht? Das, ja. Aha. Ist ein kurzes, großes, dickes, umfangreiches Buch. Also eigentlich, er hat ja nur ein paar Illustrationen. Ich nehme sie. Danke sehr. Und auf Wiedersehen, Mr. Holmes. Tschüss. Wir müssen gar nicht bezahlen, ist auch cool, wa? Ja, wir sind... Was hat denn das jetzt da oben? Was kann das? Was hat das? Die Blümchen bräuchten Wasser. Was kann was? Oh. Ja. Diese Blumen brauchen Wasser. Ja, reicht doch. Oh. Mach mal, jetzt kannst du ihn ansprechen. Hier so, gieß mal die Blumen, so. Alter! Was kann ich für Sie tun, Mr. Holmes? Gieß mal schön die Blumen gießen, mein Freund. Hier! Da, die sind kaputt, sind die. Können wir nicht mal irgendwo Wasser holen? Von der Blumentante oder so? Können wir nicht mal der Blumentante Bescheid sagen? Der Blumenschutzbund. Dingeldongel. Blumenschutzbund. Guck mal hier, wollen wir nicht mal neue Blumen kaufen? Hallo! Sprich die mal nochmal an. Schönen Gruß, Miss Fleming. Na? Können wir Taube fangen? Hübsches Ding, du. Taube! Oh, Blut ist im Schuh. Die rechte Braut ist noch daheim. Ja. Märchen, wa? Märchen sind toll. Märchen sind supi. So, warte mal, jetzt hier Inventar. Kack. Danke sehr, ich gehe jetzt erstmal wieder zurück, wa? Nee, wir müssen bestimmt noch irgendwas anderes machen jetzt. Tja.
Ich will aber immer nicht nachgucken. Gehen Sie in die Buchhandlung. Aha. Aha. Ah ja, genau. Wir können ja zurückspringen. Guck mal, da ist jetzt die Buchhandlung. Ja. Ich klicke mal. So, der ist noch nicht zurück. Fädchen! Was sollen wir denn jetzt machen? Ich bin immer noch verwirrt, was jetzt unser eigentliches Ziel ist. Ja, das, ich denke mal, das sollen wir ja auch rausfinden, was wir hier machen müssen. Das haben wir jetzt also auch. Das ist ja schön, wa? Haben wir gemacht. So, klick mal oben bei Holmes Apartment auf Schritt 2. Was muss ich dort tun? Sprechen Sie mit Barnes. Haben wir gemacht. Haben Sehen wir gemacht. Sie sich um, sammeln Sie alle haben Gegenstände wir gemacht? Ein. Naja, alle? Weiß ich nicht. Ja. Haben wir gemacht. Wir sind in der Baker Street. So, nächster Schritt. Was geht hier vor sich? Unterhalten Sie sich mit allen Charakteren über jegliches jedes mögliche Thema. Das haben wir noch nicht gemacht. Guck. Nee. Doch. Jetzt jemand wurde als vermisst gemeldet. Oh. Wie würde Sherlock Holmes nun vorgehen? 2 von 28. So, dann reden wir doch mal mit dem netten Mann da oben. Ja, hallo. Ich habe keinen Grund, dorthin zu gehen. Du bist doch ja nicht bescheid. Da vorne stand doch die Hure und der, die freundliche Frau mit der sehr aufreizenden Kleidung. Mit wahrscheinlich einem sehr gewinnbringenden Gewerbe. Was ist das? Übrigens eine Fußmatte. Gullideckel. Aha, so, ist das? Aha. Hier. What's up? Wie rennen? Ah ja. Wie denn? Mit Shift. Okay. What's up? Ach gut, dass ich Sie finde. Ah, gut. Wie ich Ihnen schon sagte, heute Morgen war ich bei Captain Stenwick. Seine Symptome sind zwar nicht ernst, aber die Umstände, die zu seinen Herzbeschwerden führten, sind recht eigenartig. Vielleicht werden Sie daraus schlau. Hier sind Captain Stenwick und Sergeant Rufus. Rufus? What's up? Der Typ da hinten in dem rotzschleimfarbenen Anzug. Der läuft schon das zweite Mal hier. Der ist mir nicht geheuer, aber mit dem stimmt was nicht. Oh Gott. What's in der Aufnahme? Mustache. Oh Gott. Ah ja, anklicken hilft also auch öfter mal. Ja, gut. Captain, wie Watson mir berichtete, sind Sie ziemlich aus der Fassung. Das würde jedem anderen aus nichtigeren Gründen ebenso gehen. Mein Diener hat mich mitten in der Nacht verlassen. Verdammter Undank nach allem, was ich für ihn getan habe. Und die Krönung ist, er kann kein Wort Englisch. Wenn er jetzt irgendwelche Schäden verursacht, wird mich die Wut der Leute treffen und ich muss die Konsequenzen tragen, da ich derjenige bin, der ihn nach England brachte. Wie lange stand er in Ihren Diensten? Und verschwindet er häufiger auf diese Weise? Wir sind vor jetzt mehr als 5 Monaten aus Australien zurückgekehrt. Aber zu seiner Ehre muss ich sagen, er hat dieses Haus bisher nie verlassen. Er hat Angst vor der Stadt, wie viele Bewohner des offenen Geländes. Könnte er etwas gestohlen haben? Auf mein Wort, nein. Wie viel Geld hat er bei sich? Ehrlich gesagt, er hatte gar kein Geld. Ich verwahrte seinen Lohn für ihn und der ist in meinem Safe. Was zum Teufel sollte er wohl auch mit Geld anfangen? Wer wusste, dass er in Ihrem Haus arbeitete? Hat er Kontakte hier in London? Jeder, der beruflich mit mir zu tun hat, weiß, dass Baopa mein persönlicher Diener ist. Was seine Kontakte angeht, die beschränken sich auf Lieferanten, die Lebensmittel oder andere Gegenstände in mein Haus bringen. Welchen Grund könnte er haben, jemanden anderen zu treffen als mich? Da war ein Zipzap im Hintergrund. Also entschuldige mal, du... Nur ein Kopf. Freundschaften, soziale Kontakte, da mit dem Links kannst du, glaube ich, noch. Da mit dem sehr netten Deputy. Also, der da steht. Worum geht es und welche Teile dieses Verbrechens haben Sie festgehalten? Dem offiziellen Bericht zufolge wurden die folgenden Einzelheiten aufgenommen. Ein junger Maori namens Baopa wurde von seinem Arbeitgeber Mr. Stenwick als vermisst gemeldet. Niemand im Umfeld hat irgendetwas Relevantes in dieser Angelegenheit gesehen oder gehört. Um ehrlich zu sein, befassen wir uns nur selten mit solchen Fällen, aber der Junge spricht kein Wort Englisch und verfügt nach Angaben seines Arbeitgebers über beträchtliche Kräfte. Bedenkt man die wilden Sitten seines Heimatlandes, wer weiß, welchen Schaden er verursachen könnte. Sie müssen wissen, Mr. Holmes, dass es kürzlich einige ähnliche Fälle gab. Die Tatsachen ähneln sich sehr.
Einwanderer aus den Armenvierteln wurden von ihren Familien als vermisst gemeldet. Wir glauben, dass ein drittklassiges Bordell seine Türen für die ansässigen Exoten geöffnet hatte und Sie können sich vorstellen, Mr. Holmes, dass sich das wie ein Lauffeuer verbreiten würde. Mit seinem einzigartigen Aussehen und dieser Sprache finden wir diesen Jungen im Handumdrehen. Ich nehme an, er wird nichts Schlimmeres vorzuweisen haben als leere Taschen und einen zufriedenen Ausdruck auf dem Gesicht. Das ist sicherlich eine Möglichkeit. Ich wäre Ihnen jedoch höchst dankbar, wenn Sie Ihre Vorgesetzten bitten würden, mir die Berichte über diese ähnlichen Fälle zu senden. Ich verlasse mich auf Sie, Ruffles. Watson, setzen Sie Ihre Suche hier fort. Ich muss einer anderen Spur nachgehen. Auf zum Bordell! Da waren wir ja eigentlich schon auf dem Weg hin. Wie bitte? Links. Du wolltest zum Bordell gehen? Nee, zu der Tante da. Ah, du meinst, die gehört zum Bordell? Ja. Ich bitte dich. Ich leg die mal an, aber die tut nichts. Tach. Und du bist also so ein Bordellgänger, ja? Was ist da links, der Typ? Der links halt, wir sollen mit allen reden. Nicht so schnell. Hast du recht. Hallo. Och, der sieht aber sympathisch aus. Eine Nase zu viel gehabt. Spring drüber. Guck mal, er bleibt an den Tauben hängen. Oh. Holmes, ein Tierfreund. Da, den da. Wer da? Hier rechts. Da, der da. Sprech mal an. Hallo. Kann ich Ihren Hut haben? Der ist schön. Hallo. Oh, der hat auch so einen schönen Hut. Hallo. Der hat so eine hässliche Beule auf dem Kopf. Hallo. Guten Tag. Hallo. Sie können wohl nicht reden, Klosfrau. Hallo. Kann ich da rein? Nee. Wo ist denn das Bordell jetzt? Hat das nicht gesagt, dieses rote Haus? Ja, hab ich gedacht, aber... Ja. Meinst du? Knock. Ich bin Sherlock Holmes, ich komme hier kostenfrei rein. Das ist schon wieder der in dem rotzefarbenen Anzug. Guck mal, ein anderer. Ein Hund? Oh. Oh. Nein! Nein! Und steck ein! Nimm mit! Das ist meiner! Das ist aber hässlich. Trotzdem. Trotzdem hat sie sich schon verliebt. So, ich renne jetzt hier noch rum. Warte mal. Sagt er denn nicht was von wegen, unsere Karte wird erweitert? Nee. Ja, doch. Ja, aber nicht so richtig. Achso, das ist das Captain Stanwicks Haus. Steht Bordell hier irgendwo dran, sag mal. Puff! Aber das siehst du auch so, ja, dass ich in den Puff muss? Also. Nee, ich weiß es nicht. Findest du nicht? Ich habe keinen Grund, dorthin zu gehen. Ach, Schnickschnack. Zurück. Wir sollen ja erstmal mit allen möglichen Leuten reden. Vielleicht können wir jetzt mit ihr nochmal reden. Schönen Gruß, Miss Fleming. Nee, die hat nichts zu sagen. Da habe ich nur in ihren Blumentöpfen hängen. War fast ein bisschen anrüchig. Ich meine, vielleicht müssen wir uns im Haus umsehen. Ja, das hatte ich jetzt auch vor. Aufgrund der fehlenden Beweise. Nee. Komme ich auch nicht rein. Um das Haus herum? Watson, was muss ich tun? Einlüftungsschacht. Ja, hier kommen wir auch nicht rein. Boah, schöne Blümchen hat er. Sonst müssen wir doch wieder in die Hilfe gucken. Der hat doch ein Privathotel hier hinten. Aha. Fußspuren? Aha. Satanistische, okkultistische... Eine außergewöhnliche Zeichnung. In der Hütte, in der der junge Maori Baopa lebte, befindet sich auf dem Boden eine Zeichnung im Maori-Stil. Sie zeigt offenbar die Silhouette eines Menschen, der vor einer riesigen Welle davonrennt, in der sich undeutliche fliegenden Fische ähnliche Formen befinden. Oh Gott. Okay. Aha. Ein Mann, der vor einer Welle davonrennt... In der sich fliegende Fische. Tsunami oder was? Ist schon wieder soweit? Ach nee, bitte nicht. Guck mal hier, Riesenfisch! What's the fish? What's the fish? Sollen wir jetzt rausfinden, was das für ein Fisch ist? Was da? Was kann das? Was macht das? Da, du kannst die Lupe nehmen. Guck da unten links, Lupe und so. Glotz! Was suchen wir denn? Weiß ich nicht. Was ist das da? Das hier scheint etwas Opium zu enthalten. Wird gegrabbelt. Ich werde es in der Baker Street analysieren. Was ist das da? Was ist das da? Nix. Hab schon alles angeklickt. Okay. Was ist das, was da links noch ist? Unten? Nix. Nee, da unten links das Zeichen da, der Anker oder was das da ist. Oh. Ups.
Oh, jetzt geht's auch nicht mehr. Dann scheint ja alles gut. Was ist das da? Seine Schlafmatratze? Na, der hat's ja schön gehabt, wa? Die Betten. Ja, also komisch, oder? Dass der weg wollte? Verstehe nicht so richtig. Da sind Spuren. Oh, ein Fisch. Flachs. Gelb. Gelber Flachs. Erzähl kein Flachs. Wo sind Spuren? Links. Ah, hallo. Fußspuren. Mal sehen. Mädchen. Es klingt, als würde er was machen. Ich sehe zwar nichts, aber ich lasse ihn mal. Und jetzt? Ich weiß nicht, ich wollte die Schuhlänge rausbekommen. Ah! Ah! Na warte, ich setze nochmal an. Zweifellos Größe 40. Die Schuhe haben eine eisenbeschlagene Sohle. Aha. In Mr. Stenwicks Garten bemerkte ich Fußspuren, die von der Mauer zur Hüttentür führten. Die Schuhgröße war 40. Diese Größe zusammen mit der Tiefe der Eindrücke in der Nähe der Mauer deutet auf einen schweren und großen Mann hin. Ja. Ganz klar. Und irgendwas mit dem gelben Flachs hat's auch noch auf sich. Vielleicht trägt er gelben Flachs. Seine Hose, sein Kopfschmuck, man weiß es nicht. Wir finden noch Federn. So. Und ob wir noch Federn finden und wie es hier weitergeht, wo die Fußspuren hinführen und überhaupt. Und ob Kari sich wieder entheddern kann und mit ihren Kopfhörern. Alles gut, ich nehme noch. Das finden wir in der nächsten Folge heraus. Jo, finde ich gut. Bin ich dabei. Aua. Oh, aua? Aua.